Es ist mal wieder soweit. Wir haben ein Prank-SDB am Start. Yo, was geht ab, Leute? Jenks wieder mal am Start zu einem weiteren Squad-Builder-Battle auf meinem Kanal. Und heute haben wir nämlich ein Prank am Start. Das Ganze nehme ich gerade vor dem SBB auf. Wir werden Uncle Frederick aka Jesse pranken. Das Ganze werden wir so machen. Wir werden einfach so viele wie möglich raussnipen aus seinem Team. Denk mal so 5, 6, 7 Karten. Und ihn dann so hoch wie möglich besiegen. Und hoffentlich sehr teure Spieler bei ihm discarden. Vor dem Discarden lösen wir natürlich auf, Leute. Sonst wäre das Ganze einfach nur asozial und kein Prank. Wenn ihr die Idee feiert mit dem Prank, das habe ich ja schon bei Wakes gemacht. Das kam sehr, sehr geil an. Hat über 70.000 Aufrufe gemacht. Hat irgendwie 3.000, 4.000 Likes gemacht. Dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde sagen, fürs nächste Prank SDB. Leider ist es nicht immer so leicht, weil viele das auch dann irgendwann checken. Aber fürs nächste werde ich mir sehr viel Mühe geben. 1.700 Likes und das dritte Prank-Video kommt online. Lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Und ich würde sagen, Leute, wir verschwenden gar nicht so viel Zeit. Gehen direkt rein ins SBB. Und natürlich habe ich da wieder ein normales Intro gemacht. Deswegen nicht verwundern, wenn jetzt hier wieder, yo, was knapp, Leute, kommt. Weil, ne, Jesse darf das ja nicht checken. Also, Leute, ab ins SBB. Yo, was geht ab, Leute? Jenks wieder mal am Start zu einem weiteren Squad-Builder-Battle auf meinem Kanal. Und zwar haben wir heute ein 97-plus Team of the Season SBB. Ich habe De Bruyne Team of the Season mitgebracht, habe ich mir gerade frisch geholt für 1,4 Millionen. Einfach geisteskrank die Karte. Und mein Aufnahmepartner hat... Yo, Leute, was geht? Völlig auch mit am Start. Luka Modric ist mit am Start. Frische 600k. Stabile Stats, 99, passt auf jeden Fall sehr, sehr pervers aus. Ich hoffe, der kann hier den ein oder anderen Assist geben. Leute, wenn ihr sowas feiert, solche SBBs, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da und checkt Jesse ab. Oberster Link in der Beschreibung, da haben wir auch was Cooles aufgenommen. Ich würde sagen, wir müssen gar nicht so viel rumschnacken heute. Wir gehen einfach mal direkt ins SBB rein. Und Jesse, Bro, ich habe dir ja was aufgeschrieben. Erzähl mal, was hast du denn so mitgenommen? Okay, das hast du aufgeschrieben. Vordere oder die beiden ZMs? Ja, die beiden ZMs. Okay, stark, stark, stark. Da kannst du eigentlich drauf kommen, weil ich bin einfach in zwei verschiedene Ligen gegangen. Und das ist einmal Ødegaard und einmal Carlos Soler. Boah, hast du dir was Gutes ausgedacht, Bro? Also Carlos Soler, kann man echt gar nicht drauf kommen. Den kennt man gefühlt gar nicht mehr in FIFA. Ey, Bro, aber ich habe mich gerade so gefreut, als ich auf meine Tafel geguckt habe, ne? Ødegaard steht doch... Oder Ødegaard, den nimmt gefühlt jeder in jedem SBB mit. Sorry, der war zu auffällig, muss ich dir sagen. Auch wenn es eine andere Liga ist, der war zu auffällig, Bro. Ødegaard kann direkt raus. Das ist geisteskrank. Okay, 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 alright. Dann kein Ødegaard. Oh, Mann. Bronze Keeper oder Bronze ZM? Ja, ich bin heute confident. Mach erstmal Bronze ZM. Tschüss, hier mit deiner Mission. Also confident. Ich seh. Alright, Leute. Schuss in den Ofen. 1-0 für Jane schon nach den ersten Positionen. Ich würde sagen, ich hätte jetzt mein Wort hoch. Und ich muss sehen. Ihr muss auf jeden Fall. Hier muss jemand. Hier muss ausgleichen. Nicht viel reden. Du hast beide Stürmer und LF, ne? Genau. Alright, ich habe einmal Harry Kane Team of the Season. Dann habe ich eine SBC-Karte, die wahrscheinlich schon in Vergessenheit geraten ist. Das ist Richarlison Moment. Einfach geile Karte, muss ich dazu sagen. Und links habe ich eine Karte, die wird man niemals haben. Habe ich schon im letzten SBB mitgenommen. Ich feiere die Karte irgendwie. Da ist Nelson. Spielt bei Arsenal in Form. Ich habe Völler, Papé und Martinelli aufgeschrieben. Spielt auch bei Arsenal linker Flügel. Ich war auf dem Fersen. Da war die Undercover-Variante mal sehr, sehr gut gelungen für mich. Alright. Nicht schlecht, nicht schlecht. 1-0 für mich. Wir gehen zu den nächsten Spielern. Ich will dir heute mehr rausballern. Heute wird dein Modric discardet. Leute, ich bin gerade gestummt, Digga. Ich weiß nicht, ob das einer zu viel war mit Ødegaard. Aber Ødegaard ist schon öfter in SBBs dabei. Deswegen dachte ich mir, den kann man schon dann auf der Tafel vielleicht haben. Ey, Junge. Jesse wird gleich sein blaues Wunder erleben. Das wird so witzig. Ich habe mich gerade übrigens gestummt, ne? Nicht, dass ihr denkt, das ist hier irgendwie... Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins? Dann checkt MMOEXP ab. Hier kriegt ihr die günstigsten und auch sichersten FIFA-Coins. Mit dem Code Jenks spart ihr dazu noch 5%. Also gönnt euch. Erster Link in der Beschreibung. Wir gehen zur nächsten Position, Bro. Ich habe deine ganzen vorderen drei aufgeschrieben, ne? Ja. Ich muss auch okay. Ganz kurz noch mal ein bisschen luschern, wer da alles spielt. Okay, jetzt weiß ich wieder. Bist du confident, dass du wieder was hast? Sei ehrlich. Ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt hast du wieder was ganz Verrücktes gebaut, Bro. Okay, ich bin in eine andere Liga gegangen und ich habe nur Icon mitgenommen. Komm, Icon ist auf jeden Fall Cruyff Prime Icon Moments, 94er. Dann links will ich gerne Ferran Torres Europa League Karte spielen. Und rechts möchte ich gerne meinen Luka Modric linken, Lukas Vazquez 15 Tyrants. Ich muss sagen, der auffälligste wurde nicht getroffen, Bro. Vazquez darfst du behalten. Wer war nochmal links?
Ferran Torres. Ferran Torres, auf den wäre ich niemals gekommen. Aber Bro, ich war live dabei, als du Cruyff gezogen hast. Ich habe Cruyff aufgeschrieben. Boah, das macht schon wieder gar keinen Sinn, Digga. Ohne ZM, ohne Striker, das ist echt hart, ne? Das sieht gar nicht gut aus. Brauchst du Striker, brauchst du Torwart? Ja, hat ja gut funktioniert bisher, deswegen würde ich sagen, ich benutze den Joker immer noch nicht. Ich bleib confident weiter. Aber das war schon sehr auffällig. Cruyff, den kenne ich ja mittlerweile so gut wie meine eigene Westentasche, deswegen. Ja, komm, okay. Ich halt du. Ich bin gespannt. Ja, rechter Flügel habe ich. Auch eine SBC wieder. Lustig. Ich kann eigentlich auch Saka mitnehmen, aber ich nehme Mahrez Centurions. Und in ZM habe ich meine Icon auch mitgenommen. Auch Niederländer, auch Prime-Icon. Kein Cruyff, sondern Prime Ruud-Gullit. Digga, wie kann man so verarscht werden, Digga? Ich habe Saka aufgeschrieben. Ich wusste, dass du auf jeden Fall in die Premier League gehst. Ja, ich wusste, dass du in die Premier League gehst und einen rechten Flügel nimmst. Habe ich für Saka entschieden, nicht für Riyad Mahrez. Und im ZM habe ich auch eine Icon aufgeschrieben, weil ich gedacht, okay. Auch hier einen defensiven, richtigen Abräumer neben De Bruyne. Ich habe Vera aufgeschrieben. Ja! Ich habe mich für Hullet entschieden. Oh, oh mein Gott. Und weißt du, was das Geilste ist, Bro? Was? Meine ganze. Also, alle Spieler sind jetzt full. Ich kann jetzt machen, was ich will hinten noch. Also, ich brauche klar noch zwei Ligen, aber es ist bisher alles full. Lass mal diese. Kein Bock mehr. Okay, 2-0 für mich. Das ist sehr, sehr gut. Wir gehen zu den Außenverteidigern. Okay, ich bin wieder gestummt. Bisher schöpft Jesse keinen Verdacht. Das läuft bisher sehr, sehr gut. Aber ich habe auch bisher wirklich so gemacht, dass es wirklich auch sein kann, ne? Cruyff und Ødegaard. Ich würde sagen, es wird Zeit für beide Außenverteidiger. Ich weiß nicht, ob wir so übertreiben sollen. Ich glaube, wir nehmen einen Außenverteidiger weg und dann noch einen IV und Keeper. Wir werden mal gucken, aber auf jeden Fall irgendwie so werden wir das machen. Hauptsache, es ist nicht zu auffällig. So, Friends, geht weiter zu den Außenverteidigern. Ich bin ein bisschen sauer auf jeden Fall. 0-2. Nur nach Teambau. Difficult, sehr, sehr schwierig, aber jetzt musste ja mal der ein oder andere getroffen werden. Ja, ich habe rechts leider eine sehr auffällige Karte mitgenommen, auch wenn sie gar nicht ins Team bisher passt. Hakimi, Team of the Year. Und links habe ich eine Karte genommen. Ich weiß nicht, wie du auf die kommen solltest. Also wenn du die hast, dann fühle ich mich sehr, sehr komplett hochgenommen. Der heißt Paulo Ottavio, ist bei Wolfsburg Linksverteidiger und ist eine Non-Rare-Gold-Karte. Erstmal diese, jetzt kommt er noch mit linken Tricks und so. Ich habe Nuno Mendes und Pavard aufgeschrieben. Ich war wieder sehr knapp dran. Oh, Nuno Mendes sogar. Ja, und dann habe ich noch Pavard Bundesliga, wenn du sagst Wolfsburg. Ich war dran, oh. Aber okay. Du warst einfach auf beiden Seiten in der falschen Liga einfach. Du hast Ligen vertauscht. Ja, ja. Okay. Sehr, sehr schwer. Ja, mein Board ist wieder in der Facecam. Okay, komm. Dann kommen wir zu mir. Ich sag ehrlich, vielleicht ein bisschen obvious, außer ein bisschen etwas, ja, nichts für reden. Links Mondi und rechts Carvajal. Ja, okay. Also ich habe auf jeden Fall einen Real Madrid-Spieler aufgeschrieben, Bro. Ich bin mit Balde gegangen und mit Carvajal. Also ich bin safe auf die La Liga links gegangen. Du kannst Carvajal auch aus deinem Team klatschen. War sehr auffällig, Bro. Das war wirklich sehr, sehr auffällig. Das ist großer Quatsch. Drei Bronzespieler jetzt bei dir, ne? Ja. Bruder, willst du hier irgendwie gleich dein ganzes Team diskarten? Du musst mal auch langsam was treffen. Ja, was soll ich machen, ne? Wenn ich nichts treffe? Ich kann auch nichts dafür. Digga. Aber das Ding ist, ich sag auch ehrlich, auch wenn ich jetzt schon drei getroffen habe, es kommt immer, 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 immer auf diese letzten drei Positionen an. Das heißt, wenn Jesse jetzt bei mir irgendwie was trifft und ich nichts bei ihm, kann es trotzdem sehr spannend werden. Deswegen gehen wir jetzt einfach zu den letzten Spielern. IV, Keeper, Jesse, bist du gehypt? Ich bin auf jeden Fall gehypt, Bruder. Okay, da geht's in den letzten drei Positionen. Okay, ich bin wieder gestummt. Ich hoffe, er sieht das nicht, dass ich mich stumm. Aber Plan geht bisher auf. Er hat komplett auffällig Real Madrid außenverteidigt. Hätte auch theoretisch beide sagen können. Er hat das, glaube ich, nicht gecheckt bis jetzt. Also bis jetzt kann man es wirklich eigentlich nicht checken. Ich werde ihm jetzt auf jeden Fall einen IV und einen Keeper. Also den Keeper werde ich ihm safe nehmen. Alright, mein Board ist in der Facecam, Bro. Du kannst gerne mal einfügen, deine IVs und dein Keeper. Ich hoffe, das wird wieder nicht so auffällig hier. Ja, ich weiß nicht, du hast ja eh das komische Sachen heute herausgefunden, aber ja. Komm, kurz und schmerzlos, Saliba, linker Verteidiger, Sergio Ramos, Flashback SBC und im Tor würde ich gerne Dudek spielen. Okay, Bro, das wird ein Bruch für dich. Also Keeper darfst du behalten, das ist ein Bruch, das ist ein ganz klarer Bruch. Wen hast du also denn ich sag mal so, ich habe deine beiden IVs. Ja, Saliba, Ødegaard, Bro. Und ja, Ramos ist einfach, ja, nimmt man immer mit.
Wir brauchen gar nicht zu spielen. Du kannst auf jeden Fall jetzt deinen Keeper, den Joker in die IV klatschen. Ist egal, welcher IV. Hab ich nicht schon Keeper? Achso, ich hab noch gar... Oh mein Gott. Digga, das war so gut, dass den Joker aufbewahrt hat. Das war so ein 500 IQ-Move. Digga, so gut von mir. Was ist das aber, denn, Bruder? Ja. Ah, du, der Kasse, kannst du behalten, immerhin. Ja, Digga, ich spiel mit, Scheiße, komm, egal. Komm, Board ist hoch. Nicht so viel reden, Bruder. Ich muss sagen, du hast ein bisschen auffällig gebaut heute, deswegen. Ich habe eine Trophy Titan Hero mitgenommen, Lucio. Der ist wirklich eine Macht. Ich hoffe, du hast den nicht. Dann habe ich einen weiteren Brasilianer. Könnte wegen dem Paulo ein bisschen auffällig sein. Tuta. Ist aber ein bisschen low-key Undercover-Spieler. Deswegen, ich hoffe, dass du ihn nicht hast. Road to the Finals-Karte. Und im Tor habe ich dann passend, ich hoffe, dass du ihn auch nicht hast, weil er auch zum Linksverteidiger passt, Castells. Ah, okay. Ich habe Trabhummels. Und dann habe ich noch einen von Eintracht Frankfurt aus Brasilien aufgeschrieben. Komm, okay. Nicht viel schnacken, pack da einen Bronzetorwart hin und wir spielen. Hast du auch was getroffen? Ey! Aber nicht in der Verteidigung, Bro! Warum triffst du meinen IV? Oder ich spiele nicht mal mit einer Verteidigung. Mein einziger Spieler in der Verteidigung ist Mondidos. Überall Bronzespieler. Ich brauche gar nicht zu spielen, Digga. Ich brauche ehrlich nichts. Digga! Oh mein Gott! Wie geil ist das, Leute? Wir gehen ins Spiel. Jesse, 5 Bronzespieler, glaube ich. Ich ein. Zeig mal her. Boah! Was ist das für eine Monsterverteidigung, Bro? Junge, nerv mal nicht. Spiel einfach. Ich würde das schnell hinter mir bekommen, Digga. Ehrlich. Martin, Team of the Year steht bei dir auf jeden Fall noch auf dem Spiel. Der Rest wurde rausgeslidet. Digga. Kein Stürmer. Alles Müll, Mann. Alles gruselig. Da sind auch schon die ersten Bronzespieler. Zack. Der nächste und den sweaten wir ganz. Nein. Nö. Genau so. Oh mein Gott. Ich brauch mich gar nicht zu freuen, Digga, sag ich ehrlich. Oh, wichtig. Strelek. Ferran gegen Smash. Was passiert hier? Was sieht ihr in meinen Augen? Harry Kane! Der knallt den so in den Knick. Ach, das war das Erste. Es war die 1. 0-0, Jungs. 0-0. Digga, was ist das? Es geht weiter. Es geht weiter. Die Junge. Das sweaten üben wir noch, ne? Hier? Sweaten üben wir. Also sweaten üben wir ehrlich noch. Was? Wichtig, Tormann. Oh mein Gott. Aber meine Eckball-Taktik ist berühmt und berüchtigt. Rullet und wow, Dudek. Dudek heute für mich schon Man of the Match. Jetzt schon, ne? Jetzt schon 7. bis 8. Minute gespielt. Ah, Dudek, den kannst du haben. Schade. Leider schade. Den kannst du ehrlich haben. Boah, De Bruyne, Macher. Was war das denn für ein kranker Pass? Harry Kane? Ja, normal, Ball fliegt aus 40 Metern rein und so. Was sehen hier meine Augen, bitte? Yay! Ferran. Okay. Wenigstens einer, der ein bisschen was ackert. Sag mal, ey, was ist hier los? Hä? So kann ich Spieler nicht wechseln mit rechten Stick. Guck mal, was er macht. Oha. Harry Kane oder Richie? Richie kann's auch. Nee, Harry Kane. Aha. Oh. Kriegt er den von da? Nee. So leer. Digga. So ein LKW, dieser Kane, Digga. Das war Kevin. So. Aber das ist Nelson. Boah, was mit Rot. Kevin hat den nochmal gegen Real gemacht, Bro. Schade. Wir gehen hier noch aufs Vierte, auf jeden Fall vor der Halbzeit. Nee. 12 Schüsse aufs Tor einfach. Nee. Wieder Bronze, oder was? Boah, super. Nein. Pass. Und was ist das für ein Schuss, hä? Kein Schmack ist nichts, dachte. Digga. Hey. And Joe. Ja! Digga, Dudek, Man of the Match. Super leid. Oh! Federn! Aber in Mitte nur Bronze. Oh! Egal, aus der Entfernung muss da reingehen, Bruder, sonst ehrlich. Ist leer. Oh, die Mitte ist leer. Das ist da! Anschlusstreffer! Ihr
wie viel Schuss du hast? 60! Was? Super Typ, Mann! Der hat mir gerade einen reingeballert. Yes. Crazy. Ah, komm, Jungs. Richie? Das noch ein Tor vor der Halbzeit. Ja! Was? Booty! What? Hey, Ecke. Gib die Ecke! Oh, er gibt die Ecke! Er gibt die Ecke, Bro! Und das ist Rulle. Und das ist die Bestrafung! So Quatsch, Digga. Was redest du? So es war schon bei 2,30 oder so. Eineinhalb Minuten drüber. Er gibt die Ecke, Ich hab extra gewartet. EA Sports, Digga, die mögen mich einfach nicht, Digga. Punkt. Oh mein Gott. 4-1. Junge, super. Mit Handball. Super. Das ist Schmarsch, kannst du vielleicht... Boah, genau das wollten wir doch. Genau das wollten wir doch. Und das ist Ferdanski. Deswegen bist du so oft in Polen. Mann, crazy. Hey, Dudek. Jawohl. Hast du ausgeguckt. Ja, Walski. So, Ferran, wir müssen es versuchen. Mensch. Du hast echt nur Ferran vorne, ne? Vasquez bockt auch nicht, ne? Vasquez auch Müll, ja. Vasquez wie Bronzespieler einfach. Und Harry Kane ist der Beste im Spiel. Ich sag's immer wieder, Harry Kane, ihr braucht nicht R9 oder so. Harry Kane, Team of the Season ist es. Digga, Ball ist fast in mein Fenster hängen. Ach so. Ein Geschenk geben und so. Ich hab noch geguckt, weil der andere Ball, den er gerade drüber geschossen hat, ist gerade in mein Zimmer fast geflogen, Digga. So weit hat er den verschossen, der Vogel. Ja, aber! Gib mal Luca den Ball! Nein! Was passiert hier? Oh, Junge! Oh mein Gott, was redest du? Jetzt Harry Kane ist durch. Ja! Du Deck! Junge. Kurz nachdem ich vorgelegt habe, ich habe auf Radar geguckt, ich habe schon gesehen. Wusste schon. Es werden maximal 4 Discards. Wir machen noch schnell 2 Tore hier. Hey. Sagst du? Hey, offside. Ich glaube nicht. 7. Discard. Ach man. Ich wollte noch den 8. Discard. Ja, bei mir gibt er die scheiß Ecke und die 5 dann pünktlich ab, Digga. Scheiß Schiri, Digga. 7 Discard, Jesse. 7. Eieiei. Das ist ehrlich zu viel. Das ist viel zu viel. Na, Leute, das Team steht. 7 Discards, ne? Ja, sieht nicht gut aus für mich, ne? Wir fangen ganz entspannt an. Mit dem Torwart. Weil Torwart ist immer so eine Position, die muss man einfach nochmal mitnehmen. So auf Saven. Deine IVs bleiben verschont. Wir nehmen LV und RV. Damit habe ich 3. Ich habe noch 4. Dann nehmen wir einmal den mittleren ZM, das ist der 5. Und LFRF. Junge, Digga. Sag ehrlich, von mir aus echt egal, ne? So Bronze im Tor. Ist Torwart, das war Bronze auf den, egal. Aber mittlerer ZM ist schon gemein. Willst du dir was anderes nehmen? Hab ich Modric getroffen? Willst du nicht? Ich frag dich, ob du mir was anderes nehmen willst. Nö. Willst du nicht? Nö. Ja, okay. Ja, dann hast du Modric. Torres. Jawoll! Oh, ist das wundervoll. Das heißt, Modric wird gleich. Wie viel hast du bezahlt für ihn? 600k, 700k? Ja, 600. Er wird gleich fett in der SBC landen. Das heißt, du mit den anderen Spielern des K ist gleich 700k, Bro. Hast du Bock? Natürlich nicht! Aber was soll ich machen, ne? Geil. Okay. Der ist jetzt verloren. Wir gehen zur SBC. Let's go. Ach, Dings. Jesse. Ja. Ich hab noch was vergessen. Was hast du vergessen? Ich hab 5 Spieler erraten. War da nicht irgendwas auffällig? Ja, jetzt wenn du so sagst, Bruder, ich glaub, das ist ein Prank, ne? Digga, ich glaub, das ist ein Prank. Das ist ein Prank, Bro. Alles gut. Du musst niemanden diskarden. ich hab dich. Ehrlich, ich war schockt. Ich hab nur so geguckt. Ich war so dieses... Nein.
Alter. Aber ich sag ehrlich, du musst ein bisschen besseres Team haben, weil da waren echt paar dabei, die hätte man auch so treffen können. Egal, also niemals fünf Leute. Ödegaard, aus dem Nichts, Ödegaard, das macht keinen Sinn. Das hat ey, gar keinen Sinn gemacht, Ödegaard. Ohne Anhaltspunkt, nichts und so, ich wusste schon. Digga. Irgendwas stimmt hier nicht. So geil, mit Stein vom Herzen gefallen, Mordrisch nicht das gerade. Das Ding ist, da wären ja noch einige gewesen, die teuer gewesen wären. Die habe ich dir halt einfach nur alle rausgehauen, Kräuf und so. Eigentlich hätte ich Kräuf mal drin lassen müssen, da hättest du mehr Schock bekommen beim Diskarden. Egal. Kräuf und Modric weg, fast 2 Millionen. Das wären 3 Millionen. Das wären 3 Millionen gewesen. Lass mal. Muss ehrlich nicht sein. Da hättest du diese komplette Herzinfarkt bekommen und so. Ich hatte keinen Bock mehr auf Aufnahme gehabt, nichts. Wir sind mit einer Woche nicht mehr reden und so. Mit Freundschaft werden Instagram blockieren und so. Ja, komplett alles. Ey. Geil. Du hast es aber nicht gecheckt, ne? Ja, ich dachte, du sollst mich pranken, so auf den, so ohne Grund, ohne nichts, hab ich was verpasst. Also ich hab das nicht so ernst genommen, aber da, wo ich hab dann irgendwann gemerkt, das ist nicht normal. Das ist nicht. Und dann, ja. So geil. Okay, Leute, Jesse muss natürlich nicht, das kann, es ist ein Prank. Deswegen, Leute, wenn ihr wollt, dass ich mal jemanden pranke und er dann am Ende trotzdem diskarde, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Checkt Jesse ab für das Rematch. Da wird nicht geprankt, da gibt es ein cooles, anderes Special SBB. Lasst Liebe da, Leute. Wir sind raus. Haut rein. Ciao, ciao.